Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Willkommen zurück hier bei unseren Gaianern. Wir sind in der letzten Folge der aktuellen Staffel und das bedeutet natürlich wie immer auch, dass ihr unter diesem Video wieder eure Vorschläge, eure Gesetzesinitiativen, eure Anträge einreichen könnt und es ist dann nach einer gewissen Zeit ein Abstimmungsvideo geben wird. Aber schaut euch auf jeden Fall noch an, was jetzt hier in dieser Folge passiert, weil das kann natürlich die Gesamtlage deutlich verändern. Überhaupt ist wahnsinnig viel passiert zuletzt. Unglaublich, wie sich die Dinge überschlagen haben. Wir haben hier ein großartiges Geheimprojekt fertiggestellt. Das führte dazu, dass wir Kontakt mit der letzten uns noch unbekannten Fraktion haben, nämlich den Gläubigen. Außerdem führte das dazu, dass wir das erstmals das Konzil des Planeten einrufen konnten und wir uns gewissermaßen selbst zum Gouverneur haben wählen lassen, was mit vielen Vorteilen verbunden ist. Unter anderem bekommen wir deutlich höhere Energieeinnahmen dadurch. Ja, dann haben uns auch noch die Spartaner den Krieg erklärt. Das sollte man vielleicht noch erwähnen, wobei das weniger bedrohlich ist, weil diese stark von den Gläubigen angegangen werden. Und. Sicher habe ich einige Dinge jetzt auch noch vergessen. Wir machen einfach mal weiter. Dann erinnern wir uns schon. So, Wald expandiert in der Nähe von Gaia 12, aber auf dem Lande. Abgeschlossen. Wir haben die Koloniekapsel hier, das ist gut, in Arcadia. Da muss ich überlegen. Ich tendiere dazu, dass wir hier tatsächlich als nächstes mal wieder ein Schiff bauen. Vielleicht den Seeadler 2, damit wir auf dem Meer noch ein bisschen sicherer sind. Ich habe das Gefühl, das ist wichtig. Das Kollektiv scheint nicht einzulenken. Okay, wir haben hier einige Einheiten, die wir selbst finanzieren oder unterhalten. Wobei die Koloniekapseln natürlich jetzt dann auch wieder wegkommen. Nun gut. Wollen wir stärker irgendwo auf Produktion gehen? Können wir stärker auf Produktion gehen? Wir könnten statt 2-1, 1-2-1 machen. Ja gut, da kommt natürlich jetzt gleich noch Energie hinzu. Aber Produktion ist vermutlich ganz gut jetzt. Mit Blick auf den Seeadler 2. Ich denke, das machen wir mal. So, und die Kapsel, die bringen wir hier hin. Hier würde ich gerne diese Basis machen, weil wir dann noch diese Nahrung mitnehmen. Und hier im Flussbereich, das ist auch mal ganz gut. Wir können geschützt werden durch diesen Schwarm. Insofern dürfte das eigentlich kein Problem sein. Also, bewegen wir den mal voran und den Schwarm ebenfalls in die Richtung, so dass sie sich da treffen können. Okay, wir haben das Sondierteam hier, das erstmal defensiv agieren wird. Terraforming abgeschlossen. Die Straße ist gebaut, da ziehen wir dort weiter. Hier sind wir immer noch zur Verteidigung da, bis die Polizeieinheit da ist. Hier haben wir die nächste Farm gebaut, machen weiter mit dem Solarkollektor. Okay, so, das ist die Polizei, die das Ding hier beschützt. Da kommen wir jetzt allerdings nur langsam voran. Na, wir gehen erstmal hier noch einen Schritt, so, genau. Okay, ich habe mir übrigens noch was anderes überlegt. Ich werde doch nicht die Basis hierhin bauen, auch wenn wir natürlich hier viel Nahrung mitnehmen. Aber ich finde es fast noch attraktiver, hier auf diesem Landzipfel zu bauen. Dann nehmen wir nämlich noch die Mineralien mit, und auch noch bisschen was von der Nahrung, beziehungsweise können dann eine weitere Basis hier hinbauen vielleicht, um diesen Tangfarm schon so ab, ja, mitzunehmen. Okay, gut, alles klar. Machen wir das so. Wir ziehen hier raus, beschützen das Artefakt. Hier kontrollieren wir weiter das Naturschutzgebiet. Ja, sagt mal, ist es eigentlich möglich, sowas wie Patrouillen einzustellen? Also, dass man so zwei Punkte patrouilliert. Wachposten ist es nicht. Einheitenkontrolle ist es auch nicht. Patrouille, tatsächlich. Aha, das ist interessant. Das könnte man mal definieren. Also, die Frage ist, wo könnte der Gegner kommen? Ich würde mal sagen, man könnte sagen, man patrouilliert zum Beispiel dieses Gebiet. So. Immer hin und her. Das wäre zum Beispiel mal eine Möglichkeit. Ja, dann hätte man schon mal das einigermaßen abgedeckt. Und dann gibt es noch hier so die Probleme. Ja, wo sind die Schiffe? Ne? Das ist die große Frage. Wir versuchen mal, ob das irgendwie geht. Ich meine, wir haben immer so Sicht. Vielleicht genügt es fast von hier nach da oben zu patrouillieren. Das machen wir dann. Einfach nur hier hin und her. Dann
Nee, wahrscheinlich von hier besser. Falls er hier durchgeht, dass man das auch mitsieht. Okay, hier patrouillieren wir auch im Prinzip hin und her. Aber hier finden wir beim besten Willen, Leute, keine Landungsboote oder ähnliches. Es lohnt sich jetzt, glaube ich, nicht da noch weiter sich zu bewegen. Einheimische Lebensformen. Okay, hier haben wir mal wieder was entdeckt. Ich würde sagen, ja, wir greifen weiter an. 33 zu 20, okay. War erfolgreich. Gut. Ja, so. Runde beendet. Das war's im Prinzip dann hier auch unten. Wir brauchen eigentlich hier nicht weiter patrouillieren. Beziehungsweise, wenn, dann patrouillieren wir einfach durch den Fungus. Ja. Ansonsten haben die Einheiten jetzt erstmal ihren Aufklärungssinn verloren. Der muss sowieso ausgeheilt werden. Können wir auch am Monument machen. Müssen wir sehen. Okay, Runde beenden. Dann gibt es jetzt erstmal nichts für uns zu tun, ja. Okay, das Kollektiv hat die nächste Basis mitten im Morgana-Gebiet erobert. Das ist, also das Kollektiv wird ja echt unheimlich, ne? Produktion abgeschlossen. So, hier haben wir eine Koloniekapsel, das ist gut. Die schicken wir jetzt dahin zum Bau der neuen Basis. So, und dann schauen wir mal. Was fehlt hier? Wir haben hier relativ viel Energie. Wir bräuchten eigentlich mal als nächstes... Ja, das ist ganz gut. Gute Kolonie, gute Werte. Wir bräuchten als nächstes hier wirklich mal auch einen Netzwerkknoten, meines Erachtens. Wir müssen kurz mal gucken. Wachstum in 12 Runden. Dann gehen wir auf 6. Das können wir noch tragen. Das ist kein Problem. Jetzt mal so... und was uns jetzt tatsächlich fehlt, ist hier Begleitung. Ah, das ist natürlich doof. Eigentlich wäre jetzt tatsächlich eine neue Polizei mal nötig, aber die Kinderkrippe ist erst in 5 Runden fertig. Ich meine, wir haben ja hier Einheiten, ne? Die sind da zu weit unten. Na gut, wir bewegen uns mal schon mal in die Richtung. Aber ganz allein die da losschicken, ist auch irgendwie riskant. So. Abgeschlossen. Straße wurde gebaut. Das ist dies hier einfach nur zur Verteidigung gedacht. Die positionieren wir hier, falls da jemand landet. Und hier geht es um den Schutz. Wir ziehen weiter, ziehen darauf, warten dort. Okay, auch das ist eigentlich nur eine Schutzeinheit. Die werde ich aber hier Heimatbasis zuordnen und die bleiben dann hier. Ich frage mich, bringt diese Einheit, diese Schiffseinheit, würde die auch hier Drohnen verhindern? Das würde mich direkt mal interessieren. So, hier haben wir noch was gebaut. 312, das ist doch ganz in Ordnung. Was mache ich hier gerade? 121 oder 212, aber so schnell brauchen wir kein Wachstum, nehmen wir lieber das mit. Ja. Okay, so. Ich glaube, wir benötigen hier jetzt gar keinen Former mehr. Wir können den jetzt mal aufrüsten auch. Aktionen, Einheit aufrüsten. Auf Former F. Dann werden wir ihn vielleicht hier mitschicken. Ja, wir sind jetzt hier auch ziemlich durch mit den Former-Aktionen. Ja, hier bleiben wir auch mal lieber auf Produktion. Wir haben hier aber auch gleich ein Wachstum, das ist okay. Dann würde ich sagen, wird der Former dorthin gehen und noch den Fungus dort entfernen. Das ist ja schon ein Former-F, gut. Hier geht es weiter um den Schutz des Ganzen. Perfekt. Hier können wir noch ein bisschen... Ah, nee, eigentlich wollten wir hier auch beschützen. Gehen wir mal da weiter. Hier gucken wir mal auf der Insel. So, jetzt sind wir angekommen. Ich hoffe, in Aldora können wir jetzt das Artefakt verbinden. Ja, hervorragend. Da hat es geklappt. Ich weiß gar nicht, haben wir noch irgendwo Netzwerkknoten? Irgendwo bauen wir, glaube ich, gerade eins für das andere Artefakt. Was haben wir herausgefunden? Ein Schiff auf dem Meer ist ein autarkes Reich. Der Kapitän des Schiffes ist der unumstrittene Herrscher dieses Reiches und benötigt all die Führungsqualitäten, die Prinzen oder Minister ihr eigen nennen. Colonel Corazon Santiago, Führerschaft und das Meer.
Okay, das sagt gerade die Richtige. So, das ist jetzt interessant für uns. Schiffswerft gibt es als Einrichtung. Repariert beschädigte Marineeinheiten schnell. Hier hergestellte Marineeinheiten erhalten 2 Moralaufwertungen. Ah, das wäre natürlich super. Hätten wir das jetzt... Aber ich glaube, das eine Schiff bauen wir noch zu Ende. Meereskontrollzentrum. Das ist ein Geheimprojekt. Steigert die Bewegungsrate aller Marineeinheiten um 2 und zählt auf jeder ihrer Basen als Schiffswerft. Ja, könnte ein interessantes Projekt für uns sein. Dann haben wir Kreuzer als neue Einheit. Mit entsprechenden industriellen Infrastruktur können große Kreuzereinheiten produziert werden. Diese größeren Schiffe dienen als mächtige Seeeinheiten und sind die effizientesten Transportmittel. Okay, das ist ein neuer Fahrgestelltyp, wenn ich das richtig sehe. 4x Reaktor ist die Frachtgröße. Aha. Und ein Amphibienmodul greift von Schiffen an. Amphibienmodule gestatten es einer Bodeneinheit, direkt von einem Feld auf See aus anzugreifen, wenn es von Bord eines Transporters geht. Einheiten mit Amphibienmodulen können außerdem die Kanäle zwischen auf See stationierten Basen und den Kontinenten überqueren und von der anderen Seite angreifen. Was ist damit denn gemeint? Die Kanäle zwischen auf See stationierten Basen, okay, also Seebasen, und den Kontinenten überqueren. Ach so, man kann, glaube ich, man kann vielleicht später Kanäle bauen oder sowas, bin mir nicht ganz sicher. Hm, interessant, aber ist ja auch sehr speziell, ist die Frage, ob sich sowas am Ende lohnt, Amphibienmodule zu bauen. Aber der Kreuzer wird natürlich für uns wichtig sein. So, hier wollen wir eine Straße bauen. Jetzt ist, glaube ich, die Polizei endlich angekommen. Das ist gut. Die wollen wir dann auch gleich mal bitte aktivieren. Ach, können wir noch nicht, erst nächste Runde. Aber die Psychoviren, die können sich dann jetzt hier auch mal rausbewegen. Ja. Und weiter ein bisschen durch den Fungus laufen. Hier würde ich sagen, werden wir noch ein bisschen ausharren und uns erholen. Und hier wollten wir zum Monument uns heilen und dann da oben beschützen. Tja, und hier haben wir jetzt erstmal auch nichts zu tun. So, und jetzt war die Idee, dass wir jetzt mal eine Patrouille probieren. Ich weiß nicht, ob mal gucken, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. P. Ah ja, tatsächlich. Und jetzt kann ich Linksklick. Ah, cool. Okay, das ist natürlich super gut. Das ist super gut. Ich würde sagen, sowas Ähnliches machen wir mit diesem Boot. Indem wir... Ah, schaut mal, die haben hier eine neue Basis gegründet. Haben die Grenze ein bisschen in unsere Richtung vorgezogen. Gagarin-Gedenkstätte, das finde ich ja auch gut. Plasma-Wachen. Ja, indem wir jetzt hier irgendwie patrouillieren oder vielleicht hier... Ich werde mich mal an diesen Ausgangspunkt begeben. Runde beendet. Okay, also jetzt hier so willkürlich irgendwie in der Gegend rumzufahren, erscheint mir jetzt auch nicht richtig. Natürlich wäre es schön, wenn wir hier weiter erkunden könnten, aber das machen wir dann lieber, wenn wir ein Schiff mehr haben. Okay. Die Gläubigen haben die nächste Basis erobert. Ich glaube, von den Spartanern wird bald nichts mehr übrig sein. War das möglicherweise sogar die letzte? Dekan Sakharov, dass er der Gruppierung... Okay. Warte mal, Sakharov hat den Pazifisten den Krieg erklärt? Ernsthaft? Boah, das finde ich ja eine ganz schön krasse Sache. Sieht man irgendwo die diplomatische Situation aller Länder zueinander? Irgendwie fehlt mir so eine Übersicht. Ich bin mir nicht sicher, ob es sie gibt. Die Geheimprojektdaten... Orbitale Angriffsansicht, das weiß ich noch gar nicht, was das zu sagen hat. Satellitenzusammenfassung, wir haben noch keinen orbitalen Raumflug, das kommt auch noch. Das sind unsere Militäreinheiten, das sind die Punkte. Das sieht man von jeder Fraktion. Und das war's, ne? Ja, das ist nur welche Punktzahlen oder Beststand. Nee. Das ist tatsächlich was fehlt. Diplomatiekarte, was ist das?
Das ist nur unsere eigene Karte. Tja, oder kann man darauf gehen, wenn man jetzt hier auf eine Stadt klickt oder auf die Hauptstadt klickt? Sieht man da, was da los ist? Ne, sieht man auch nicht. Gut, muss man sich offenbar irgendwie merken. Was anderes weiß ich nicht. Oder sieht man es, wenn man jetzt zum Beispiel mit Zakharov spricht? Okay, mal sehen. Wussten Sie, dass mein Erzfeind Bruder Lall von der Gruppierung Pazifisten nun die meiste Zeit damit verbringt, seine geliebte UN-Karte aufs hohe Podest zu stellen? Lassen Sie uns unsere Kräfte vereinen und seinen humanitären Gewinsel ein Ende bereiten. Okay, das finde ich jetzt problematisch. Blöd, dass wir ihn angesprochen haben. Aber ich will nicht ohne eure Zustimmung hier den Krieg mitzuerklären. Zumal Lall uns nun wirklich nichts getan hat, der wirklich sehr friedlich dort vor sich hinsiedelt. Ich sag jetzt erstmal nein, sicher nicht. Lall ist mit mir befreundet. Beleidigen Sie mich nicht. Selbst wenn wir Paktbrüder sind. Okay. Paktschwester, ich lade gerade meine neuesten Weltkarten-Forschungsdaten auf Ihren Zentralcomputer. Das ist zumindest nett gewesen. Haben wir da jetzt irgendwas großartig Neues? Ach, hier ist ein bisschen mehr sichtbar. Habe ich das Gefühl, das ist weitestgehend alles. Und natürlich seine eigene Entwicklung. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob wir die nicht sowieso sehen. Ha, okay, alles klar. So, gab es noch was? Waren wir irgendwo, konnten wir noch eine Einheit bewegen? Ja, ne? Wir waren mitten beim Bewegen drin. Okay. So, hier haben wir jetzt... Achso, genau. Hier hatte ich jetzt die Version F umgemünzt. Und das bedeutet für mich, ich meinte, wir könnten damit auch was anderes machen, wobei der Former kann da eigentlich mitfahren, den brauchen wir nicht. Ne, ich glaube, am dringendsten brauchen wir den hier oben. Dann bewegen wir den dort erstmal so hin. So, jetzt haben wir hier noch weiter das Ganze gestärkt. 5 Nahrung ist ziemlich perfekt hier. Dann würde ich sagen... bauen wir hier auch noch ein Gezeitenkraftwerk hin. Hier checken wir weiter den Fungus ab. Hier unterstützen wir. Und das Ding ist zugeordnet. Der Former. Der hat hier das zu Ende gebaut, ja. 1-2-1 oder 3-2. Ja, da sind wir auch bei 3-2. 2-1-2. Schwer zu entscheiden. Ja, Aquakolonie-Kapsel dauert noch 3 Runden. Wachstum 10 Runden. Wir sind hier auf 4. Ja, hier müsste eigentlich mal ein bisschen mehr Wachstum geschehen. Das ist schon in Ordnung. So, na gut. Was dringend jetzt vielleicht nötig wäre, wäre mal eine Straße hier runter nach Dornenwall. Ich würde sagen, die werden wir jetzt mit dem Former beginnen zu bauen. Der ist aber noch kein Former F. Das können wir erstmal machen. Einheit aufrüsten. Ah, okay, alles klar. Weil wir ihn bewegt haben, können wir ihn leider nicht aufrüsten. Das ist natürlich doof. Dann bewege ich ihn gleich mal dahin. Terraforming abgeschlossen. Können wir das nächste Mal machen. So, hier wollen wir dahin gehen. Aber haben keinen Schutz, keine Begleitung. Einmal gehe ich noch weiter. So, da haben wir eine schöne Mine gebaut. Sind wir jetzt bei 5. Das ist lohnenswert. Das ist richtig gut. Ich würde sagen, die sind dann auch erstmal in der Lage, diesen Former zu unterhalten. Den würde ich gerne mal dahin bringen. Hier heilen wir noch ein bisschen. Hier durchqueren wir den Fungus. So, du wirst jetzt Teil... diese Heimatbasis, wirst dort die Polizeieinheit. So, weiter hier Schutz des Ganzen. Und hier, ja, wo gehen wir jetzt mit dem Ding eigentlich hin? In Seeblick sind wir dabei, Netzwerkknoten zu bauen, sind aber noch 15 Runden. Haben wir noch irgendwo einen Netzwerkknoten? Ich glaube nicht, ne? Doch, hier, in Elbgrund. Ich glaube, da könnten wir das noch verbinden. Dann schicken wir den dorthin. So, weiter in den Fungus. Runde beendet. Alles klar.
Produktion abgeschlossen. Ah, in Dornenwall hätten wir dann auch noch einen. Ja, hervorragend. Gut, Dornenwall hat eine hervorragende Energieausbeute. Das ist gut für die Forschung. Das ist hervorragend für die Forschung. Mineralien sind auch okay. Gefällt mir sehr gut hier. Was bauen wir hier als nächstes? Ist die Frage, wollen wir hier eine Koloniekapsel noch bauen? Wir stoßen langsam, glaube ich, also unsere Expansion wird irgendwann so bei den nächsten 3-4 Basen an ihre Grenze kommen. Dann wird es vermutlich ineffizient und ich denke, dann konzentrieren wir uns auch wirklich nur auf die ganz wichtigen Spots noch. So, Wohnkomplex scheint mir noch nicht nötig zu sein. Holotheater auch nicht. Wir sind doch hier bei wie viel Bevölkerung? Das ist ja erst ganz wenig. Naja, alles klar. Man könnte eine Druckkuppel haben, um sie später vor Überschwemmung zu schützen, aber das ist auch noch Zukunftsmusik. Schiffswerft macht hier meines Erachtens keinen Sinn. Wir werden hier das Forschungshospital als nächstes angehen. So, wir beenden das hier, indem wir dann auch nochmal Gezeitenkraftwerk bauen. Und sind jetzt hier auch ganz gut dabei, dann würde ich sagen, werden wir hier die Einheit auch aufrüsten. Auf dem Former F. Okay, genau das, was wir hier auch machen wollten. Terraforming abgeschlossen. So, hier haben wir gleich den Basisstandort erreicht. Während wir dort weiter rumpatrouillieren. Ah, ich habe den hier auf die... falsch geschickt. Das ist natürlich doof. Das war noch der alte Standort, den ich da gar nicht haben wollte. So, weiter geht's. Ist das schon ein Former F? Nein. Wir werden ihn zu einem machen. Obwohl, wir brauchen hier möglicherweise... Aber wenn wir jetzt hier immer durch den Fungus gehen, ist das auch gefährlich für unsere Truppen. Unsere Vertreter haben da ja eine deutliche Meinung gehabt. Insofern werden wir die Einheit aufrüsten. Und dann die Straße demnächst weitermachen. So, wir patrouillieren durch den Fungus. Einheimische Lebensformen. Okay, na dann. 4-2. Okay. Hat sich ausgezahlt, das Ganze. Hier heilen wir uns noch ein bisschen. Hier wird die Straße fertig gebaut. Ja, ich warte jetzt hier. Ist mir zu riskant. Wir warten jetzt hier auf den Schutz. Der da langsam aber sicher kommt. Runde beendet. Soweit zur Patrouille. Okay, sind wir auch wieder ans Rundenende gekommen. Dann machen wir direkt weiter. Okay, also das Kollektiv erobert dort immer weiter. Das müssen wir uns jetzt mal angucken, was da abgeht. Oh, warte mal, habe ich da eben ein Schiff gesehen? Ja, wir haben es gefunden. Oder es hat uns gefunden, es ist egal. Wald expandiert. Produktion abgeschlossen. Klippental entwickelt Erholungsgebiet. Okay, gut. Das heißt, sie können jetzt schön weiter expandieren. Mhm, das gefällt mir. Dann... Wie sind hier so die Werte? 279. Wachstum in 5 Runden. Könnten das noch weiter unterstützen durch eine Kinderkrippe? Wir müssen ja auch noch einen Sensor bauen. Außerdem will ich das hier zuordnen. Heimatbasis zuordnen, genau. Aber dann werden wir erstmal dorthin uns bewegen. Hier wird eine Straße gebaut. Abgeschlossen. Hier warten wir. Wir müssen jetzt erstmal gucken, was hier los ist. Also erstmal... Wartet mal. Erstmal... will ich mir hier anschauen, was das Kollektiv bei den Morganen macht. Das ist ja der Hammer. Die Morganer sinken auch immer weiter ab. Naja, sie haben hier noch ein paar Kernbasen. Aber es könnte darauf hinauslaufen, dass das Kollektiv diesen kompletten anderen... Kontinent dominieren wird. Und die Gläubigen werden wiederum diesen hier dominieren. Denn wir sehen gar nicht mehr, wo die überhaupt noch sind. Die Spartaner. Also das sind krasse Entwicklungen. So, jetzt kommt hier unsere Insel der Tiefe.
die hier attackieren wird. Ach so! Das ist... Das waren gar nicht die richtigen... Ach Mensch, das ist Bruder Lal, der vermutlich seine Kampfeinheiten zu unserem Verbündeten bringt. Oh, das ist eine heikle diplomatische Angelegenheit. Da bin ich mal gespannt, was die Vertreterversammlung dazu sagen wird. Ich würde gerne unsere Patrouillen fortsetzen, die habe ich aber vermutlich jetzt abgebrochen, blöderweise. Ich bringe sie mal wieder in den Ausgangspunkt, drücke P und wir werden weiter bis hier patrouillieren. Während ich, glaube ich, hier die andere Patrouillenroute starten wollte. So, jetzt sind wir hier gleich am Basispunkt angekommen. Patrouillieren hier weiter. Okay, und das haben wir jetzt auch erledigt. Das heißt, wir werden jetzt hier hochfahren. Ja, vielleicht auf dem Weg dorthin noch diesen Fungus entfernen und dann hier helfen, zum Beispiel dort für Nahrung zu sorgen. Genau, da ziehen wir rauf. Das haben wir auch ausgebaut. Was okay ist, ich denke, jetzt wird hier in direkter Umgebung der Basis der Fungus entfernt entsprechend. Hier sind wir erstmal wieder geheilt. Perfekt. Hier patrouillieren wir. Ich glaube, wir können uns nicht komplett heilen. Außerhalb. Hier werden wir uns auch erstmal heilen. Und hier beginnen wir mit dem Bau einer Farm. Weiter geht's. Hier soll ebenfalls... Nein. Hier soll ebenfalls der Fungus entfernt werden. Dauert jetzt nur 3 Runden. Und Patrouille. Wir könnten natürlich auch automatisierte Patrouillen hier einstellen. Das wäre auch eine Möglichkeit. Dann müssen wir das nicht immer per Hand machen. Auch ganz cool eigentlich. Das probiere ich hier ebenfalls mal. Oder wollen wir hier eigentlich weiter Patrouille fahren? Ja, warum nicht? Fahr mal hier immer durch den Fungus hin und her. Runde beendet. Okay. Okay, gut. Ich denke, eine Runde gönnen wir uns hier noch. Das Fundament des Universums lässt sich unendlich in immer kleinere Komponenten zergliedern. Nach den Atomen haben wir die Elektronen und nach den Elektronen haben wir die Quarks. Jede Ebene enthüllt neue Geheimnisse, bringt aber auch neue Mysterien. Akademiemitglied Prokhor Sakharov, ich aß von der verbotenen Frucht. Okay, die nächste Innovation. Skunkworks. Eliminiert zusätzliche Kosten für Prototypen neuer Einheiten auf dieser Basis. Oh, das ist natürlich bei den Militärstandorten ganz cool. Funkstörgerät. Fähigkeit plus 50% gegen schnelle Einheiten. Das Funkstörgerät stört die taktischen Befehle und Kontrollmaßnahmen der Feinde und verwirrt auf diese Weise die mobilen feindlichen Offensiven. Ein Funkstörgerät überträgt einen Verteidigungsbonus von plus 50% gegen Bodeneinheiten, die mehr als einmal vorrücken dürfen. Zum Beispiel Speeder oder Schwebepanzer. Das ist schon sehr speziell, würde ich mal sagen. Produktion abgeschlossen. Okay, Ehrenfeld hat das Erholungsgebiet. Kann jetzt hübsch weiter wachsen. Hier brauchen wir aber tatsächlich auch bald nochmal einen Former, der hier noch ein bisschen mehr macht als bisher. 445, Produktion ist gut, aber hier könnten wir auch noch einen zuordnen. Ich denke, das Beste ist, hier mit der Kinderkrippe weiterzumachen. So, hier wird Fungus entfernt. Abgeschlossen. Und auch hier versuche ich jetzt mal halt irgendwie so eine Patrouille irgendwie hinzubekommen. Ich meine, er geht nicht ganz den Weg, den ich mir da jetzt so vorgestellt habe, aber okay. Ist die Straße da jetzt gebaut? Ich glaube nicht, ne? Diese Verbesserung existiert bereits. Okay, dann geht's da weiter. Hier warten wir noch. Das dauert noch. Ehe wir da sind. Hier können wir die Straße bauen. Und hier patrouillieren wir. Auch hier stelle ich jetzt mal eine Patrouille ein. Vielleicht so bis hier hinten, ne? Genau, ist doch ein schöner Patrouillenweg. So, und
das ist jetzt noch der Moment, auf den ich warten wollte, die Koloniekapsel. Gründet hier eine nächste Basis und das ist Gaia 13. Wunderbar. 211 ist doch schon mal ganz gut. Das würde ich sagen, sogar so kann man so lassen. Und ihr bleibt erstmal hier als Schutz, wobei wir natürlich eine Polizeieinheit brauchen. So, und jetzt machen wir hier eine Patrouille. Da richten wir ein. Ich würde sagen, bis hier. Und warum hat er jetzt seine Patrouille abgebrochen? Oder wollte ich sie wieder neu starten? Vermutlich letzteres, ne? Ah ne, ein Feld weiter runter müssen wir schon noch. Keine Ahnung, warum er das abgebrochen hat. So. Da haben wir auch den Ort erreicht. Koloniekapsel ist dort richtig. Leider müssen wir dort noch den Fungus entfernen. Und auch er hat seine Patrouille abgebrochen. Warum? Irgendwie funktioniert das nicht so mit den Patrouillen, wie ich mir das gedacht habe. So, jetzt kommt aber hier endlich der Schutz, den wir brauchen. Runde beendet. Bisschen zu spät das Ganze, nicht gut koordiniert gewesen. Okay, alles klar. Ja, ich würde mal sagen, das ist jetzt ein guter Moment, um diese Staffel zu beenden, nicht ohne einige Hinweise zu geben über die Dinge, über die wir, ja, über die wir diskutieren müssen, was wir beschließen müssen. Als erstes sicher nochmal die Frage, wie wir mit dem Kollektiv umgehen. Das letzte Mal hat ja die Vertreterversammlung beschlossen, dass wir möglichst einen schnellen Frieden schließen. Aber, ich werde es nochmal gucken, Yang ist nach wie vor nicht bereit, mit uns zu reden. Das heißt, er ist in keinster Weise friedenswillig. Hinzu kommt, dass er hier auch gegen die Morgana sehr erfolgreich ist. Und da stellt sich die Frage, müssen wir unsere Gesamtstrategie ihm gegenüber ändern? Sollten wir nicht, also weiß ich nicht, mal sehen, was ihr für Vorschläge habt. Man könnte zumindest unsere Sondierteams dorthin schicken. Man könnte noch massiver hier versuchen, mit zusätzlichen Schiffen seine Küsten abzupatrouillieren. Ob wir eine Invasion hier jetzt allerdings durchführen sollten, weiß ich nicht, aber da könnt ihr ja entsprechend auch Vorschläge zu machen. Also die Art der Kriegsführung, darüber muss sicher nochmal diskutiert werden. Die Dinge haben sich doch etwas verändert. Dann die Sache mit den mit den Pazifisten und mit der Universität. Das ist schon eklatant, dass die quasi jetzt einen Offensivkrieg dort gegen unsere nördlichen Nachbarn gemacht haben. Wie sehen wir das? Ändert das unsere diplomatische Haltung? Wollen wir bleiben bei diesem Bündnis? Wollen wir möglicherweise in diesen Krieg mit einsteigen gegen die Pazifisten? Oder ja, also was ist da unsere Motivation? Mit den Spartaner können wir, glaube ich, langsam vergessen. Also da, denke ich, brauchen wir jetzt nichts Spezielles beschließen. Die Sache wird sich eh erledigt haben. Gibt es noch andere Veränderungen, die ihr wünscht bei der Haltung zu den unterschiedlichen Fraktionen? Das könnte noch allgemein nochmal gefragt und diskutiert werden. Ja, dann natürlich haben wir wieder eine innenpolitische mögliche Entscheidung. Es ist denkbar, dass wir in Richtung Planwirtschaft oder Grün gehen. Freie Marktwirtschaft ist ja nicht erlaubt. Planwirtschaft, ich wiederhole es nochmal, bringt uns Pluswachstum 2, Bevölkerungswachstum, Industrie plus 1, aber minus 2 Effizienz. Grün wiederum bringt uns plus 2 Effizienz, würde auf 7 hochgehen, plus 2 Planet. Das heißt, wir haben es noch einfacher, vor allem Viren für unsere Sache zu überzeugen. Und ja, was hat das noch? Achso, unsere gesamten Terraforming-Aktionen haben weniger Einfluss auf den Planeten. Ja, also wir schädigen dadurch weniger, das wäre grün. Allerdings verlieren wir Bevölkerungswachstum, minus 2. So, neu ist glaube ich auch Wohlstand. Theoretisch könnten wir auch von Wissen auf Wohlstand wechseln, wenn ihr das wollt. Statt Effizienzforschung könnten wir auf Wirtschaft und Industrie gehen, wäre eine Möglichkeit. Ja, das ist eine Sache. Dann sollten wir diskutieren, wollen wir selbst Viren züchten? Wollen wir irgendwo ein Labor haben und Viren züchten, so eine Art Zuchtprogramm zu starten? Ist das mit unseren ethischen Maßstäben irgendwie in Einklang zu bringen? Sie sind eine gute Verteidigungswaffe, weil man
immer halt Moralkämpfe führt und eben nicht diese Standard-Angriffsverteidigungswerte beachten muss. Da kann also die schwerste gegnerische Waffe mit Viren im Prinzip besiegt werden, wenn sie keine hohe Moral hat. Ist die Frage, wollen wir das auf diese Art und Weise einsetzen? Und dann müssen natürlich Benennungen gemacht werden. Wir haben wieder drei Basen. Diese neue Seebasis, dann haben wir hier hinten eine Basis 11 und hier eine Basis 13, für die wir Namen brauchen. Ich würde sagen, für Landfahrzeuge würde ich jetzt entsprechend der anderen Benennungsstrategie auf Landtiere dann auch übergehen. Falls ihr da noch bessere Vorschläge, was die Systematik betrifft, habt, sagt es Bescheid. Ich werde mir dann zum nächsten Mal da ein bisschen was ausdenken. Ja, und ich finde, wir könnten dann auch überlegen, Landmarken zu benennen. Und als erstes würde ich vorschlagen, dass wir diesen Fluss, der hier bei Gaia fließt, dass wir den benennen. Wir machen das dann Staffel für Staffel mit weiteren Landmarken. Das wäre es erstmal von mir. Ich bin gespannt auf eure Vorschläge, eure Initiativen. Wie gewohnt gibt es dann in einigen Tagen, in einer Woche, wann auch immer, nicht ganz in einer Woche, aber in einigen Tagen dann ein Abstimmungsvideo. Entsprechend eurer Vorschläge. Bis dahin macht's gut, euer Steinwall.